Mein Name ist Leo Lütjen. Ich bin Österreichermeister an der Pension. Ich bin aber noch aktiv an meinem Handwerk indirekt. Ich halte Meisterprüfungskuren als Präparation für junge Meisterinnen. Und ich bin auch noch an einer Partykommission, eine Gesellenprüfungskommission, aktiv. Ja, das ist so gegangen. Ich habe am Jahr 2018 haben nur den Dekont gemäht und ich habe da rund 240 Euro zu viel verdient. Und darauf sehen wir, dass das ein Zeitchen gedauert und ich habe im März dann geschrieben gekriegt von der Pensionskasse, sie hätte gerne eine Pension von dem Jahr zurückbezahlt. Das heißt, du hast die Prozedur übernommen. Ja, also ich fand mich und sich ungerecht behandelt. Erstens aus dem Grund, es fängt immer an, dass der soziale Mindestlohn, den geholgert als Referenz, das ist diejenige vom Salarié. Aber für das wir haben nur als Independent dasselbe rauskommen, müssen wir schon 13% mehr verdienen. Da sind wir als erstes benötigt, die zweite Benötigung als die, dass wenn wir zu viel verdienen, dann bietet sich gar keine Möglichkeit für irgendwelche, ich habe keine Möglichkeit, die 240 Euro auf irgendeine Art und Weise Last zu gehen. Das heißt, die sind da. Und darauf basiert sich die Pensionskasse. Ich kann keinen Daumen machen für irgendetwas erneut, weil alle diese Sachen, auch in meiner Steuererklärung, die gehen alle gleich noch aufgerechnet. Das heißt, ich kann so nicht schaffen und ich gehe ein gutes Werk, das geht. Ja, war. Das Problem ist, ich passe nur ab. Ich habe noch verschiedene Sachen, wo ich nicht mit Deal geholt habe. Wenn ich die Sachen nicht mehr mache, dann kriege ich oder dann nicht rückgängig gemacht. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber die, die mich ein bisschen zerrissen mich, dass man eine ganze Kopf Sachen haben, wo also Patronatsvertreter gebraucht gehen, an dem DAP zum Beispiel, auch an der Meisterprüfung müssen Patronatsvertreter da sein, für das den Examen gültig ist. Das war den dabei verdient, das sind Indemnitäten. Das ist ganz nicht interessant für Leute, die aktiv am Berufsleben sind, weil der Zeitaufwand relativ groß ist für das, was dabei finanziell rauskommt. Das heißt, die müssen an ihrem Betrieb sein. Dass die Pensionäre, die gut Zeit hatten und Erfahrung haben, die ansprangen und die gehen dann dummer gestraft. Gestraft an so weit, weil ich auch das Problem ist, ich weiß am Anfang vom Jahr nicht, wie viel das ich am Ende vom Jahr verdiene. Ne? Korrektur geht zum Beispiel ab 12 von den Prüfen gemäht. Aber wenn wir 25 Lehrjungen haben, dann kann ich nicht sagen, hey, ich verbessere da just 12 und die anderen 13, die müssen nächstes Jahr herumkommen, weil sonst verdiene ich nicht zu viel und dann bin ich nicht gestraft. Also ich will nur mal etwas sagen mit den Beamten, die ich an den einzelnen Büros zu dienen hatte, die waren alle gut fein und freundlich, die haben auch an ihrem, soweit ihnen möglich war, geholfen. Allerdings, die Zeitverein haben just zehn Sachen geguckt. Und hier ist ja auch ein Zusammenhang, das ist ein Zusammenhang, das fängt an, was setze ich wo an Steuererklärung, an was mich dann nur das Assurance Social oder das Centre de Commun mit denen dann eben aus der Steuererklärung. Und da ist kein, ich habe so gut gefühlt, dass eigentlich kein, der den ganzen Überblick da hat. Zeitfrequenzen sehr, er guckt, dass das an der Reihe ist, er sieht mir auch, was er machen kann an seinem Domain,
Und dann ist es auch fertig. Und den Zusammenhang, den ist kein sich bewusst. Ja. Das ist ja so. Also, ich meine, sieht für alle Politiker, der spiegelt sich halt un, soziale Gerechtigkeit, Gleichbehandlung. Wir haben da doch an Dokumenten stehen. Ich meine, 2005 gauf an der Chambre Menschenrechte geholt. Da ist auch die Charta, europäische Charta von den Menschenrechten dabei. Und da steht, dass Hitler soll gleich behandelt werden, nicht nur zwischen Religion, mit seinem Geschlecht. Mehr auch seine Sozialsituation. Und ich meine, ob ich nur Salarié sind oder Independent, das ist die Sozialsituation. Also, als ein Teil, tut aber ein Verstoß gegen die Menschenrechte oder gegen die Rechte, die da unerkannt sind.